Freitag, 20 Uhr. Willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Wir sind auf dem Weg nach eigentlich ein Nicht-Ort, weil wir auf die Zweige von Yggdrasil wollen, um zu gucken, welchen Schaden wir hinterlassen haben. Aber dafür müssen wir zunächst ein paar Tage. Ich glaube, wir haben keine Nebenquests. Gut, wir könnten noch einen ganz kurzen Abstecher am Baum machen, weil ich glaube, das. Warum wird das immer mehr? Ich renne Richtung diesen scheiß Quest, weil. Und die Meter werden immer mehr. Was ist das denn für ein Beschiss? Also wirklich. Okay, wir müssen da tatsächlich jetzt nochmal echt. Achso, also wir müssen hier wirklich lang fahren. Na gut. Ja, das finde ich ein bisschen doof, dass Freyas Lager kein Portal hat. Das sind so in Sachen Convenience, ist das tatsächlich ein ganz schönes Manko, ne? Und mich stört übrigens auch, dass wir an jedem möglichen Ort noch Zeug für übersehen haben, die ich echt nicht weiß, wo das sein soll. Also jetzt gerade in dem Wüstenabschnitt, wo wir gerade waren, wo soll denn da noch ein Rabe sein? Also ich bin ja jetzt wirklich zweimal durchgefahren. Ich war doch eigentlich gründlich, oder? Oder war... Oh nein, eventuell war unten in dieser Haftuferbude war vielleicht noch ein Rabe, den ich übersehen habe, ne? Aber so richtig Lust zum Backtracken habe ich ja auch nicht. Irgendwie will mich dieser Questfeuer maximal verwirren, oder? Aber ich ignoriere ihn einfach. So, gut, dann geht's nochmal einmal kurz nach Nilfheim. Nilfheim? Da, wo es kalt ist, auf jeden Fall. Ne, Svartalfheim noch nicht, da haben wir noch nichts Neues. Alfheim auch nicht. Vanaheim, Nilfheim. Da müsste ja theoretisch auch die komische Blume, müsste ja eigentlich, die kann ja eigentlich nicht so weit sein, oder? So viel Strecke gibt es da nicht. Und wenn die Blume in Nilfheim rumliegt, dann haben wir die ja ruckzuck gefunden. Und danach können wir uns endlich Sohn stellen. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Wenn man, oder ob wir jetzt Freya die ganze Zeit als dauerhaften Begleiter haben und Sohn eher nicht. Oder haben wir beide. Doppeltes Feuer, das wär's doch. Ja, yeah, eine Tür. Können wir nicht da unten... Ne, nicht hier unten ist nur weiße. Aber wir müssten vom Haus aus müssten wir eigentlich den Niedrehöckre sehen. Beziehungsweise das Fehlen von Niedrehöckre, ne? So. Blume, Blume, Blume. Das ist echt nicht viel Ort, wo eine Blume sein könnte, oder? Der Raben. Obwohl, vielleicht gibt es noch andere Ecken von hier. Wenn die Blume eine Arena wäre, wäre es natürlich auch ein bisschen dumm. Aber wenn die Blume, die hier sein soll, irgendwo hier ist, dann hätte ich es beim letzten Mal schon gesehen, oder? Oder gibt es einen Anlass zu glauben, dass es... Nee, hier gibt es nicht mehr. Da unten sind noch welche Packeis. Die Seele verwandelt. Der Geist wie klar. Bis auch dieser verdorben war. Habe ich eine neue Truhe nicht, wenn wir ins Zelt kommen? Hm. Na gut, okay, dann haben wir... War nämlich klar, wir haben kein Vierfaches von 8 erreicht. Also sollte ich nicht überrascht sein. Ach, sieht das Spiel gut aus? Ja, die moderne Grab, ne? Wenn das nicht meine beiden Lieblingsgötter sind. Ich schätze, wir brauchen dein Können. Tun wir? Ich glaube das nicht. Ja gut, aber die Blume ist halt auch nicht hier. Also entweder wir müssen in Nilfheim doch noch mal mehr machen, als es einen Anschein hat, oder wir müssen dafür die Rahmenquest tun. Achso, dann sehen wir jetzt ja Freya das erste Mal, wie sie darauf reagiert, wie sie überhaupt dieses Haus zwischen den Welten sieht, oder? Weil das, da war sie ja vorher nicht. Also gut. Sollen wir das Vorgehen besprechen, bevor du den Jungen wieder siehst? Er wird mir sagen, wo er war. Das ist mein Vorgehen. Ah, die klassische Sparta-Diplomatie. Moment. Odin hat ihn nach Asgard eingeladen und dann ist er 2 Tage lang verschwunden? Genau. Aber der Junge weiß es doch sicher besser als... Unterschätze nicht die Überzeugungskraft von Odin. Er setzte meinem Sohn Lügen in den Kopf. Warum sollte er das bei deinem nicht auch versuchen? Nach Atreus sehen. Der Pfad. Oh, die Hütte brennt jetzt komplett. Meine Tür ist jetzt so als Wächter nicht so gut zu gebrauchen, ne? Müssen wir jetzt wirklich laufen hier bis zum Portal? Geht das ja nicht einfach nur im Kreis? Also wenn wir lang genug laufen würden, würden wir wieder da rauskommen, wo wir gerade waren? Ja, oder? Stimmt, das ist einmal ein Kreis. Ah, nee. Ach, das Portal war die ganze Zeit hinter mir. Ah, wow. Okay, es geht aber definitiv im Kreis, würde ich mal behaupten. Weil das ist, glaube ich, das Tor, wo wir durchkamen, oder? So, mal gucken, was Sohn zu sagen hat. Und du sagst diesem einäugigen Nussfetischisten, dass er mir was schuldet. Leck mich jetzt und in alle Ewigkeit. Na, sieh mal an. Schön, dass du es einrichten konntest, Göttlichkeit. Ich habe den Bogen des Kleinen mit deiner Siegelmagie belegt. Aber dann hatten er und Sindri über irgendwas Streit. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt wen anschreit, aber sie haben es wohl beide verdient.
Und Freya wundert sich hier nur über das Dings. Ach, guck mal, der Himmische ist auch da. Oh. Axt. Hallo, schön zu sehen, dass das Windspiel seinen Zweck erfüllt. Wie schnell das Eichhörnchen noch da ist. Auch? Ah, war nur Spaß. Auf welche deiner eigenständigen emotionalen Erscheinungen werden wir wahrscheinlich noch treffen? Nun, früher oder später werdet ihr Sorge begegnen. Oh nein, warum redet ihr über mich? Was habe ich getan? Oh, du hättest ihr Geläster hören sollen, schamlos. Was? Oje, oje. Wir haben nicht gelästert. Schäm dich, Bitterkeit. Bist du sicher? Ja, Sorge, in diesem Gespräch gab es keine Schmähungen. Ich habe dich lediglich unseren Abenteurerfreunden hier vorgestellt. Ah, Leute! So, da wären wir. Mögt ihr gesund und sicher reisen, meine Freunde. Ja, wir werden uns jetzt anderen Dingen zuwenden, du kolossaler Trottel. Spricht jetzt mit Eichhörnchen, hm? Hat Arthur gerade seinen eigenen Schwanz gehabt? So, naja, gut, dann gehen wir mal rein. Das kann nur gut werden. Das ist deine Freya, möchte noch was sagen? Nein, möchte sie nicht. Okay, dann gehen wir durch diese Tür und mal gucken, was passiert. Na, dann komm mal. Hey, Tier! Wach auf, du hast Besuch. Warum machst du es dir nicht einfach in Sindris sogenanntem Arbeitszimmer gemütlich, da drüben? Stört ihn das denn nicht? Stören? Er wird begeistert sein. Unsere Bude wird von Tag zu Tag nobler. Ist das denn möglich? Ich dachte, ich hätte nie wieder das Vergnügen, dich zu sehen, Flick. Nenn mich bitte nicht so. Diese Person bin ich schon lange nicht mehr. Aber mich freut es auch, dich zu sehen. Ich habe lange das Schlimmste befürchtet, was du durchgemacht haben musst. Das ist nichts im Vergleich zu deinem Leid. Freya, es tut mir so leid, was mit Baldur passiert ist. Er war noch ein Junge, als ich ihn zuletzt sah. Aber ich weiß, dass er dir alles bedeutet hat. Ja. Und auf deine Rache zu verzichten, das ist wirklich eine Inspiration für die von uns, die an den Frieden glauben. Diese Welten werden erst dann Frieden finden, wenn Odin nicht mehr da ist. Daran kannst du glauben. Dann willst du Ragnarök nicht verhindern. Du willst es einläuten. Was ich will, ist, dass Odin niemanden mehr so verletzt, wie er uns verletzt hat. Ich sehe, du bist aufgebracht. Vergib mir. Die Tage der Diplomatie liegen lange hinter mir. Verrückter kann es ja gar nicht mehr werden. Wieso? Odin hätte mich töten können, aber er tat es nicht. Er bot an, mich zu lehren. Mit mehr Antworten könnte ich vielleicht verhindern. Was verhindern? Worum geht es hier? Spielt keine Rolle. Lass es gut sein, ja? Aber du warst 2 Tage lang weg, ohne jemanden an deiner Seite. Ich bin dein Partner. Wir sollten keine... Jetzt lugt es. Du solltest ihm mal den Kopf waschen. Und zwar gründlich. Du bist zurück. Wirst du mir jetzt antworten? Wegen was? Wo bist du gewesen? Wen hast du getroffen? War es Odin? Was? Glaubst du das wirklich? Leugnest du es? Antworte! Warst du in Asgard? Nein! Natürlich nicht! Aber was wäre, wenn... Es ist meine Zukunft, mein Leben. Du bist mein Sohn. Dann vertrau mir doch einfach. Wenn ich dir vertrauen soll, dann sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist ein totales Arschloch. Junge, so wirst du niemanden umstimmen. Er hat kein Vertrauen in mich. Er darf Geheimnisse haben, Mutter genauso. Das ist was anderes. Ihre Geheimnisse erschweren jeden Schritt. Oh, ach so. An sie glaubst du also auch nicht mehr. Es geht nicht um deine Mutter. Du hast mich angelogen. Wo ich das wohl gelernt habe. Jetzt reicht es aber. Seit wann bist du auf seiner Seite? Seit er von euch der Vernünftigere ist. Hör zu. Ich hatte nur überlegt, zu Odin zu gehen. Aber ich schwöre, es ist für einen guten Grund. Es gibt keinen guten Grund, zu Odin zu gehen. Er vernebelt dir den Verstand. Ich würde es für uns tun. Ich muss verhindern, dass was Schlimmes passiert. Es ist schon Schlimmes passiert. Sieh mich an. Und Freya. Und Tyr. Odin.
Odin hat all das getan. Warum sind auf einmal alle hier so dermaßen am Rumjaulen? Atreus will nach Asgard gehen. Asgard? Ist er auf den Kopf gefallen oder sowas? Toll, dann sind offenbar alle gegen mich. Du musst entscheiden, zu wem du werden willst. Wirst du weiterhin lügen und mir Dinge vorenthalten? Oder bist du mein Sohn? Entscheiden? Ich darf nie entscheiden. Lass mich in Ruhe. Hör zu. Lass mich los! Hör zu! Lass mich los! Was bei allen? Atreus! Ich bin's! Bewahre die Kontrolle! Komm schon! Ja! Toll. Oh, super. Haben wir neue Fähigkeit? Eiserskälte. Haufenweise Heerläufer. Ich bin in Midgard. Ja, wer hätte es gedacht? Gauber! Tausches Heim. Macht nur weiter. Das hilft nur, mich warm zu halten. In diese Siegefalle irgendwas? Nicht so wirklich, oder? Ich könnte mich vielleicht damit beschäftigen, was die Siegefalle nicht können. Das Ding ist halt, wenn alle Leute auf... Oh wow, das geht auch. Kriegen wir so was? Dass wenn alle Leute gegen Atreus reden... Das ist natürlich irgendwie eine schlechte Überzeugungstaktik, wenn das halt so... Wenn er an sich... Das ist natürlich objektiv eine schlechte Idee. Das auf eine Person immer so einzureden in einer Tour. Ist wieder eigentlich. Das waren eigentlich seine Ult. Ach ja, die Zeitlupe, ich erinnere mich wieder. Ich brauche einen Unterschlupf. Ich nehme an, wir kommen jetzt in Asgard raus bei der ganzen Geschichte. Junge, wie er wieder aussieht. Vor allem jetzt auf einmal ist ihn kalt, ne? Erst in der Nacht ist er hier durchgelaufen. Also, wo sind wir eigentlich überhaupt auf der Karte? Na, mein Wolfssymbol übrigens als Dingsbums. Ich meine, das ist. Ich finde doch die Frage. Achso. Oh, Ufer der Neuen. Achso, wir sind richtig weit draußen. Achso, wir sind mitten im Nirgendwo. Das ist ja auch schön. Das Kratos fragt ihn ja, willst du weiter lügen? Und das ist ja so ein bisschen die Aufgabe von Loki zu lügen, ne? Das ist ja irgendwie so. Also, ich will nicht sagen, das ist sein Job zu lügen, aber das ist so ein bisschen das erwartete Verhalten, ne? So, ich nehme an, dass hier gleich Odin auftauchen möchte. Achso, das sind die Hilfiger, oder? Wann wurde es hier so schlimm? Ja, das weiß ich auch nicht. Olka! Was macht das für ein, ne? Ach, der war der Scheiß. Okay, der kann ja gar nichts. Stimmt, Atreus hat ja so richtig unnütze Ult, ne? Das Schlimmste ist eigentlich, dass er kein Bier trinken kann, weil Mina serig ist. Nee, das Bier alles. Nee, dass er kein Self-Heal-Ult hat. Ah ja. Kraker. Will mich nicht alles hier töten. Nee, das andere Zeug will ich beobachten. Wir werden also von Hugin und Mugin beobachtet. Das ist ja schon mal super. Oder? Können wir die irgendwo sehen? Nee, wahrscheinlich nicht. So ein bisschen grau hier, ne? Die ganze Landschaft. Ich muss mich aufwärmen. Dann überlege ich, wo ich hingehe. Der Ausreißer. Ich meine, er könnte sich natürlich auch einfach in einen Unterschlupf finden. Oh, ist das da vorne für ein Geist? Das ist ja witzig. Er könnte sich natürlich auch einfach in einen Bären verwandeln. Das sieht nicht gut aus. Oh, was ist das denn für lustiges? Was ist das denn? Eine Art Geist? Ja, also wirklich. Stimmt, Atreus hatte ja dieses komische... Atreus? Ach, stimmt, er könnte sich in Wolf verwandeln. Müsste ihn jetzt nicht eigentlich warm sein?
Wie kann man ganze Stücke aus seinem Wolf, aus seinem Geist rausbeißen? Ach doch, er hat doch einen heilenden Ult. Volker! Das sind, warte, er hat den der Elektro. Droppt der vielleicht doch Elektro? Das ist ja voll gut. Was willst du von mir? Das freut mich aber auch gar nicht. No, achso, ich sollte vielleicht einfach das Schild hochreißen, ne, anstatt hier irgendwie zu versuchen auszuweichen. Was ja offensichtlich nicht funktioniert. Ja, das funktioniert so viel besser. Warum holst du... Das ist viel nervt ganz schön mit seinen Ausweichen, ne? Au. Der Bogen als Nahkampfwaffe macht eigentlich ganz schön viel Schaden. Oh ne! Really? Oh, das war mein Ult, lol. Können die Dinger treffen? Geist! Oh, ich war ausgeblendet. Ups, wütende, empfindungsfähige Magie, vereint durch einen einzigen Zweck, die Vernichtung des Lebens. Eine natürliche Verteidigungsreaktion, wenn man bedenkt, dass das Leben Ragnarök den Weg gegeben hat. Ein Geist entsteht, wenn sich eine Gruppe von drei Irrlichtern zu einer winzigen, wütenden Kreatur vereint. Einzigen. Wenn mir drei Irrlichter bei ihrer Vereinigung begegnen, ist es durchaus möglich, diesen Prozess zu stören. Ich muss wohl nicht betonen, wie sehr ich das empfehle, aber sicher ist sicher. Also man könnte mit voller Macht draufballern, dann wäre es unterbrochen. Ich liege nur noch hier rum. Und die Arena ist wesentlich größer. Ich hätte mir wahrscheinlich die Landschaft voll zum... Alter. Mehr Raben. Mehr? Wollt ihr mir etwas sagen? Ich nehme an, dass hier gleich der Rabenvater auftaucht, I guess. Was ist nochmal hier? Jetzt soll ich die vier Heimtüren, aber auch nicht, ne? Warum genau kann man hier hochklettern? Weil hier ist einfach nichts. Ich glaube, ich hätte irgendwie die Umgebung oder die Landschaft nutzen sollen im Kampf. Tja. Weil Trios auch nicht reden kann in diesem schwierigen Alter. Erst denkt er, ich war in Asgard. Dann, dass ich lüge. Ich will dir doch nur das Leben retten, du Sturkopf. Tja, oh ne. Warum ist denn dieser komische Geist... Galva! 2 XP? Das ist ja lächerlich. Ach, noch mehr so eine Viecher hier. Vor allem, ich muss aus der Kälte raus, als ob. Das ist ein bisschen unfair. Das Vieh weiß noch nicht mal, dass ich es anschieße. Und dann sowas, ne? Die guten alten Klangpfeile. Oh. Was habe ich denn gegen die mit dem Schild gemacht mit Atreus? Die blocken mich halt. Warte mal. Ah ja. Dieser Scheißhirsch. Er hat vor allem immer noch sein Schild in der Hand. Also in Sachen XP-Farm ist Hirsch, ist es hier irgendwelche Draugerhauen auf jeden Fall nicht der effizienteste Weg, um was zu erreichen. Ist das da irgendwas? Ich meine, die Irrlichter haben wir anscheinend von der Vereinigung unterhalten. Oh nein, noch mehr Viecher. Ja, ich muss hier, das ist erstmal alles egal hier. Ich muss hier auf jeden Fall Geistorten abhalten, mehr größer zu werden. Das sieht ja nämlich voll nach Arbeit aus. Okay, ich glaube, ich habe irgendwie einen Drauger irgendwie so ein bisschen verloren. Der wäre hier irgendwie... fuck, wer bist du denn?
Hey, der hat ein riesengroßes Hackebeil. Wie cool. Ich beglückwünsche ihn wirklich sehr zu deiner großartigen Waffe. Sehr mobil auf jeden Fall, der gute Atreus in seiner Kampfart, ne? Jetzt bin ich eingeeist. Warum kann der denn diese Eisfähigkeit... Fähigkeit ist ja schrecklich. Bitte? Richtig Verschwendung jetzt, ne? Und wenn ich Schutz gefunden habe, wo gehe ich dann hin? Und die Raben, wenn sie wieder... Folge ich der Prophezeiung, wenn der Vater stirbt? Du solltest vielleicht nicht laut reden. Wenn ich zu Hause bleibe, kann ich es auch nicht verhindern. Ja, aber Leben ist eine... Asgard könnte ich wenigstens Odin im Auge behalten. Als ob? Rumspionieren, seinen Plan rauskriegen. Die Kontrolle gewinnen. Was ist da unten eigentlich für ein Baum? Bestimmt total wichtig, seinen Plan rauskriegen. Das ist nicht herumspielen, als ob Odin das nicht weiß. Okay, die Raben werden auf jeden Fall nicht gerade leiser. Wem mache ich hier was vor? Ich kann nicht nach Asgard. Vielleicht ist es nicht deine Wahl. Dann würden wir immer in Asgard sehen. Also sind das rote Blätter? Freyas Haus? Ach, das war der Baum. Oh, ist die Schildkröte tot? Oder schläft sie einfach nur? Hain der Zuflucht. Ob die Schutzkreise noch halten? Nein. Freyas verlassenes Haus untersuchen. Oh. Naja, das ist doch ein schöner Cliffhanger. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.